Hallihallo allerseits und ein herzliches Willkommen zurück. Na, Kleiner? So. Brauchen wir jetzt irgendwas Besonderes im Moment? Ach, da wollte ich immer mal nachgucken. Dieses komische... Können wir das denn hier irgendwo herstellen? Nee, ne? Nö. Nö. Kupferdraht, ja, aber... Schwimmende Luftpumpe. Leitung. Kreislauftauchgerät. Tauchflasche mit Rohr? Strahlenschutzhelm? Ach so, ja, das war ja... Genau, den müssten wir dann tauschen. Wenn wir da hinaus wollten. Ich würde sagen... Oh, die wachsen aber schnell hier. Das ist ja mal eine richtig schnelle Ernte, wa? So, dann würde ich sagen, fahren wir jetzt mal ein bisschen mehr Seemaus mal rum. Wir erkunden mal ein bisschen. Und zwar... Okay. Haben wir in der Einrichtung dahin oder dahin? Dahin sind wir damals gefahren. Da war diese eine Insel. Die Frage ist, was ist in die Richtung? Da sieht es ja auch so eine komische Wolkenformation. Lampe aus, wir wollen Strom sparen. Wir müssten hier irgendwie echt nochmal so ein bisschen erkunden. Wir fehlen uns nämlich noch ein paar Sachen, damit wir noch mehr Sachen bauen können. Strahlung registriert. Hier haben wir auch schon wieder Strahlung. Hier wohl schon alles erkundet. Seegleiterfragmente haben wir auch schon. Ich glaube, hier haben wir schon soweit alles. Schon wieder Strahlung registriert hier. Was ist das hier für Mist mit der Strahlung? Hier für einen Auftrag, du. Da noch was drinne. Da ist tatsächlich was drinne.
Fragmente von mobiler Station. Die kennen wir ja schon. Sonst hätten wir die Seemord her schließlich nicht, ne? Batz, den hat's auch wieder erwischt. Sind das nur Metallteile oder? Metallschrott, ja. Metallschrott. Ah, auch Fragmente von mobiler Station. Schubkanonenfragment. Haben wir allerdings auch schon. Sieht ja echt cool immer aus, ne? Was wären da für einer? Wow, eher einer? Und ein paar mehr. Leg sie weg hier. Auch was drin. Mal kurz gucken, was da drin ist. Ach, ist auch wieder mobile Station. Quatsch, den wollte ich. Bei ihm wollte ich. Da sind auf jeden Fall schon irgendwelche großen Viecher. Das Problem ist ja schon, ich darf ja nicht weiter wie 200 Meter runter. Dann geht mir die olle Hülle ja wieder kaputt. Da ist noch so ein Teil. Und Nymphenlichter. Oh, da ist noch so einer. Das wimmelt hier nur so von den Viechern. Was sind das für Teile? Der kommt auch gleich wieder an hier, ne? Komischerweise. Sind hier überall. Oh oh. Ja, Entschuldigung, ich gehe doch schon wieder hoch. Wow, sieht ja cool aus. Ich habe hier gerade so ein ganz bisschen die Orientierung verloren, kommt mir vor. Ich gehe jetzt mal hier wieder ein bisschen weiter nach oben. Gucken, ob ich da irgendwas sehe. Weil jetzt sind natürlich auch mitten in der Nacht hier. Sehe ich wahrscheinlich sowieso nichts.
Doch, da. 1700 Meter. Sind auch ein ganz schönes Stück gefahren hier. Das ist ja so ein Riesenwalvieh, ne? Das ist ja eins von den Teilen. Oh, was haben wir hier ein Feines? Boah, hier liegt ja richtig viel. Da ist auf hier richtig viel so ein Scheißkackvieh. Kann ich mich hier irgendwie so halbwegs verstecken oder so? Nein, kann ich nicht. Aua! Geht doch weg, Jungs. Ich muss das hier scannen. Ich muss hier gucken, was es hier gibt. Aua! Mann, so langsam reicht's hier. Oh, jetzt hier weg hier. Sind wir gleich Schrott. 1000 Meter. Da können wir uns ungefähr merken erstmal. Folgt uns noch jemand? Nee. Was hier noch Feines? Gemacht. It is your primary directive. Oh, was war das? Jetzt hier, ja. Guck, was gibt's denn hier für unabhängige mongolische. Nö. Hm. Ich dachte, da wäre jetzt irgendwas Besonderes gerade eben gekommen. Buddelfieh. Vorbei. Sind ganz schön mal weg. Also hier könnte es eventuell sein, dass hier was bei ist, was wir noch nicht kennen.
Signalbojenfragment. Da ist noch ein Signalbojenfragment. Cool, dann können wir jetzt Signalbojen bauen. Können wir uns endlich mal Sachen markieren, wenn wir irgendwas wissen wollen, behalten wollen, so gesehen. Als wichtigen Punkt. Segleiterfragment haben wir doch schon. Schon mal gescannt, ne? Ja. Da ist nochmal Signalboje. Welcome aboard, Captain. Sieht auch schon wie so ein Vulkan. Hier Platz haben wir noch im Inventar. Bisschen, weil hier liegt nämlich auch noch was am Erz. Das noch mit? Jo. Okay. Die Viecher wie mit den Gaswolken da, ey. Bin ich jetzt irgendwo gegengeflogen oder war es echt der olle Fisch? Jetzt sind wir mal gegengefahren. Hier waren wir definitiv schon. Hier ist ja unser anderes Boot, wo wir begonnen haben. Zack. Mal reparieren hier. Ja, die Frage ist, ob wir als nächstes vielleicht mal zu der Aurora sollten oder ob wir tatsächlich nochmal zu der anderen Insel hinfahren und gucken, ob wir da noch irgendwas vergessen haben. So, packen wir erstmal jetzt ein bisschen so. Zack. So, wir haben fast keinen Platz mehr, ne? Jetzt mal rein hier. Welcome aboard, Captain. Jo, willkommen zurück. So, wo ist denn hier Titan da? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Da machen wir nicht gleich einmal wieder hier. Ups. So, Titan machen. Da haben wir nicht gleich hier ein bisschen Titan weg, ne?
diesen Titan gleich wieder gemacht, Teddymann. 4, 8, 12. Dann können wir gleich nochmal einen so einen Titanwagen machen. Dann nimmt uns das auch nicht so viel Platz weg. So, hier, zack. Der wird da gar nicht rein. Geht auch nicht rein. Da ist er. Da. Quatsch, das ist ja Gold, das ist gar nicht Kupfer. Gold. Gold gibt's noch nicht. Kommt Gold bei Silber mit rein. Silber kann man so machen. Gold. Ah, passt nicht ganz. Ja, Silbergol. Ich kann mir merken, was das war. Blei? Ne, es ist gar nicht Blei, oder? Doch, Blei. Ja, wir müssen das trinken. Ich weiß wohl. Blei, da. Blei haben wir auch fast nichts mehr. Zack. Vital signs stabilizing. So, komm, einer im Weghauen hier. Zack. Gleich hier ihn neu einpflanzen. War noch ein ganzes Beet voll. Na, das lohnt sich doch hier. Das sieht gut aus. Ja, ich würde sagen, in diesem Sinne, ihr Lieben, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin erstmal. Ciao, ciao.